SWR 2 Tandem. Der Stadtwerker und Wasserspezialist Wolfgang Deinlein aus Karlsruhe hat sich aus Leidenschaft gegen den Plan der EU gestemmt, die kommunale Wasserversorgung zu privatisieren. Er hat geschrieben, Eingaben gemacht und auf eine gewagte Weise sich an die Öffentlichkeit gewandt. Seit 3 Wochen ist der Plan vom Tisch und Wolfgang Deinlein erleichtert. Rudolf Linsen sprach mit ihm über seinen Kampf gegen die Privatisierung der Wasserversorgung. Hast du jetzt Wasserpause? Ich habe nie Wasserpause, ich bin immer im Einsatz. Auf jeden Fall. Tag und Nacht, zurzeit ist aber zum Glück nicht ganz so dringend, hoffe ich doch mal. Also gerade ist so ein bisschen so eine Phase, wo ich ein bisschen Luft holen kann, gucken, ob ich nachher nochmal Gas geben muss oder ob vielleicht mal die Früchte auch langsam geerntet werden können. Wolfgang Deinlein war der Mann, der Anfang des Jahres in der Süddeutschen Zeitung als Privatmann eine Anzeige aufgegeben hat. Mit folgendem Inhalt. Anzeige für www.righttowater.eu/de. Plädoyer. Dies ist ein Plädoyer für den Erhalt der historisch gewachsenen, bewährten, geschätzten, öffentlich-rechtlichen Struktur der deutschen Trinkwasserversorgung sowie gegen die geplante EU-Konzessionsrichtlinie. Wasser sei weiterhin ein öffentliches Gut, Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Verantwortlich im Sinne des Presserechts Wolfgang Deinlein, Karlsruhe. Wer ist dieser Mann? Ich treffe ihn Mitte Juni in Karlsruhe am Lidl-Platz. Wir sitzen abends draußen in einem der Straßencafés und Wolfgang, den ich nun duze, erzählt mir seine Geschichte. Als wir uns Mitte Juni dort treffen, ist der EU-Kommissar Michel Barnier gerade dabei, seine Meinung zu ändern. Aber wir beide wissen es noch nicht, dass Wolfgangs Wasserschlacht gut ausgehen wird. So erzählt Wolfgang, wie er sich gegen die umstrittene EU-Richtlinie gestemmt hat. Als Bürger. Dann sag doch mal, wer du bist und wie das mit dem Wasser anfing. Okay, also mein Name ist Wolfgang Deinlein. Ich bin als Privatperson jetzt hier, beruflich, aber auch tatsächlich im Trinkwasserbereich der Stadtwerke Karlsruhe tätig. Das ist mein Traumjob, weil ich ein großer Wasserfan bin. Ich trinke auch so viel Wasser wie fast niemand, den ich kenne. Und von daher bin ich super glücklich, dass ich sozusagen Leitungswasser in quasi Mineralwasserqualität fast zum Nulltarif aus dem Hahn laufen habe. Und da das auch noch kühl. Ich bin hier an einer der Hauptleitungen in Karlsruhe gelegen, meine Wohnung. Und das ist immer frisch und immer lecker. Ich habe Geoökologie studiert und mich dann im Hauptstudium aufs Wasser spezialisiert, alle Arten von Wasser, Hydrologie, Limnologie und Siedlungswasserwirtschaft und Hydrogeologie, Grundwasser, also vor allem Grundwasser hat mich immer fasziniert. Ja. Wann hast du zum ersten Mal von der EU-Richtlinie gehört, um die es jetzt geht? Ich bin von der anderen Seite her gekommen. Ich habe zum ersten Mal gehört, dass es eine europäische Bürgerinitiative entstanden ist im Mai 2012 habe ich das zum ersten Mal gehört. Die wurde angemeldet zum April 2012. Und diese Europäische Bürgerinitiative fordert eben, Wasser als Menschenrecht endlich anzuerkennen und dass jeder einen Zugang, bezahlbaren, leicht verfügbaren Zugang zu Wasser und Abwasserentsorgung haben soll. In der EU, auch in der ganzen Welt, dass die EU darauf hinwirkt. Und aber auch, dass man sagt, wir wollen jetzt endlich mal, dass die Trinkwasserversorgung von der Liberalisierungsagenda ausgeschlossen wird. Weil seit Jahren gibt es immer wieder Vorstöße von EU-Seite vor allem, dass man Wasser liberalisieren will, was dann meistens auch in Richtung Privatisierung geht. Und als dann diese Europäische Bürgerinitiative eben aufkam, habe ich mir gedacht, jawohl, super, endlich gibt es ein Instrument, was auch offiziell anerkannt ist, wo man genau das artikulieren kann. Das war jetzt vor einem Jahr. Mhm. Was hast du in dem Jahr gemacht? Am Anfang habe ich das einfach so verfolgt, diese Bürgerinitiative. Ja, und dann habe ich mal von den Stadtwerken aus damals noch angeschrieben, unsere Dachverbände, den Verband Kommunaler Unternehmen und den Bundesverband der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft, WDEW. Und dort kam so, ja,
wenig befriedigende Antworten. Also die wollten sich da nicht mit engagieren für diese europäische Bürgerinitiative. Right to Water heißt sie. Und oder Wasser ist Menschenrecht. Und dann ging es eigentlich erst richtig los im September. Da war ich dann mit einer Arbeitskollegin bei der Landesfachgruppe von Verdi in Stuttgart. Und da war der Bundesverantwortliche für diese Kampagne in Deutschland, Matthias Ladstätter. Und den habe ich dann eben reden hören. Und es hat dann nochmal einige Zeit gedauert, bis das wirklich auch... Ende November habe ich Urlaub gehabt und habe ein bisschen reflektiert und die Nachrichten um die Konzessionsrichtlinie verfolgt, die in keinerlei Medien waren, sondern nur in ein paar Fachzeitschriften, wo auch sehr verschlüsselt und kompliziert dargestellt waren. Auf jeden Fall habe ich mich dann an Matthias Ladstätter erinnert und was er damals zu dem Fortgang der Konzessionsrichtlinie gesagt hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eindeutig, was er gesagt hat, dass da was auf hoher Ebene schiefläuft. Was hast du damals befürchtet, also mit deinem Wissensstand von November? Im November war die Befürchtung, dass die Wasserversorgung dieses Mal tatsächlich in den EU-Binnenmarkt aufgenommen wird und das unbeachtet der Öffentlichkeit geschehen kann. Ja, es sollte eigentlich 2012 schon verabschiedet werden, diese EU-Konzessionsrichtlinie. Wenn das passiert wäre, dann wäre zum Beispiel jetzt in Karlsruhe die nach Ablauf der jetzigen Konzession zur Trinkwasserversorgung diese Konzession europaweit auszuschreiben. Also auszuschreiben auf einem dann geöffneten Markt. Also es geht um eine Herstellung eines Marktes im Bereich der Trinkwasserversorgung. Also mit anderen Worten, dann machen es nicht mehr die Stadtwerke, sondern Firma so und so. Die Stadtwerke könnten sich bewerben auf diese Konzession in der Ausschreibung, aber es ist nicht davon auszugehen, dass dann die Stadtwerke auch die Konzession bekommen. Und was bedeutet das jetzt für das Verfahren? Also es hat keinerlei rechtsbindenden Charakter, diese europäische Bürgerinitiative. Könnte theoretisch auch abgebügelt werden, aber es ist ein ganz neues Instrument. Es gibt es erst seit April 2012. Es ist die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative und je breiter die aufgestellt ist, desto größer ist natürlich der Druck, der dadurch artikuliert wird. Wenn jetzt eben 1,6 Millionen Menschen oder 1,7 Millionen Menschen sind es fast schon in Europa auch relativ breit gestreut eben klar fordern, dass Wasser von der Binnenmarktliberalisierungsagenda und Eingliederung in den Binnenmarkt auszunehmen ist, dann ist das doch eine massive, klare Forderung. Noch ist Wasser ein öffentliches Gut in unser aller Hand, ein öffentliches Gut, dadurch hat es einen Schutzstatus. Das soll dadurch herabgestuft werden zu einer allgemeinen Handelsware. Vorhin warst du im November, das ist jetzt mal 9 Monate erst her. Was war für dich der Moment, wo du gespürt hast, jetzt kommt es auf mich an, dass ich etwas tue? Und was war das? Das war der Moment, ich hatte Urlaub Ende November und ich bin ja bei mir gestanden und ich habe ja reflektiert, was eigentlich Matthias Ladstätter gesagt hat, was eigentlich in den wenigen Veröffentlichungen zu dem Thema drinsteht, die sehr verschlüsselt waren. Also das waren eigentlich geschrieben von Leuten, die sich rechtfertigen, dass sie verloren haben. So. Und das, ja, eben die verschiedenen Ausschüsse im Europäischen Parlament, ITRE und IMCO-Ausschuss, eigentlich schon verloren sind, dass der EU-Ministerrat eigentlich schon der Sache zugestimmt hat und das Ganze ist ja von der EU-Kommission vorgelegt worden. Also von daher ist es eigentlich durch im Europäischen Gerichtsgebungsprozess. Ich fand es schockierend, dass eben in keinerlei Medien irgendwas dazu berichtet wurde. In keinen. Ich habe 5 Kreuze gemacht oder 20, als dann am 13.12. endlich mal im Fernsehen in dem Fall, aber überhaupt in irgendwelchen Medien, was zu der Sache in korrekter Form zu erfahren war. Das war eben diese Monitorsendung am 13.12. Und da war ich wirklich glücklich, weil ich mir dann zum ersten Mal gedacht habe, okay, ich habe Mitstreiter. Als ich aus meinem Urlaub zurückgekommen bin, Anfang Dezember, auch schon innerhalb der Stadtwerke unterwegs gewesen, Stadtwerke Karlsruhe, und habe gesagt, das ganze Ding geht in die Hose hier, läuft was massiv schief. Das heißt, du hast mit Kollegen und vielleicht auch mit deinen Chefs gesprochen oder Chefinnen. Und wie kam das rüber? Wie haben die dich da gesehen? Also sie konnten die Dringlichkeit erstmal nicht nachvollziehen, dass das wirklich jetzt eine Phase ist, wo uns etwas entgleitet, wie ich das so eben versucht habe rüberzubringen. Was hast du dann konkret gemacht? Also ich habe erstmal innerhalb der Stadtwerke versucht, Mitstreiter zu finden, habe die auch gefunden und dann über den Betriebsrat sind wir zur Geschäftsleitung gegangen und haben die Sache vorgestellt und gesagt, wir wollen
über Verdi, weil eben diese Betriebsratsmitglieder eben auch bei Verdi sind. Ich bin auch bei Verdi, dann über diese Schiene dann innerhalb der Stadtwerke Unterschriften sammeln. Aber nicht nur das, sondern auch wirklich nach außen hin einen Aufruf starten im Namen der Stadtwerke. Dass die Stadtwerke aufrufen, diese europäische Bürgerinitiative zu unterstützen, Right to Water. Das war ein langer Kampf. Ich habe es dann am 21. Dezember war es dann auf der Webseite gestanden, auf der Internetseite. Und da war es dann auch über Monate hinweg. Das war dann von Seiten der Stadtwerke Karlsruhe, ich glaube, wirklich eine Vorreiterrolle. Das war ein Ruf sozusagen. Ein Ruf und es war für mich dann klar, ich muss jetzt los. Also das hat für mich dann nichts mehr zu überlegen gegeben. Bist du dann mit neuen Leuten in Kontakt gekommen? Hast du viel kommuniziert? Bist du wohin gefahren? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich habe mir auf jeden Fall Mitstreiter eben gesucht bei den Stadtwerken. Im Laufe meiner ganzen Aktivitäten habe ich dann schon Who is Who kennengelernt, eben in der ganzen in der Wasserschutzszene, sage ich mal. Also Dokumentarfilm Water Makes Money, Regisseurin, dann eben den Stefan Stuchlik, der die Monitorsendung vom 13.12. produziert hat. Dann klar Matthias Ladstätter, der hat mich in seinen Bundesvorstand eingeladen, als ich mal in Berlin war. Und da war ich dann mit denen abends aus und Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft. Ich habe mir tatsächlich auch von 4 Leuten oder 5 Leuten Fotos ausgedruckt und die bei mir hingelegt und habe gedacht, die möchte ich kennenlernen und ich habe eigentlich auch alle kennengelernt. Wie hast du deine Kollegen erlebt? Wie haben die auf dich reagiert? Sehr unterschiedlich. Also viele wussten jetzt nicht, was sie vor diesem plötzlichen Sinneswandel zu halten haben. Ich hatte auch keine Zeit, jetzt jedem zu erklären, warum ich das jetzt mache. Das war mir auch zu blöd, ehrlich gesagt. Also ich musste das tun und jetzt, wenn es sich ergeben hat, konnte ich schon ein paar Erklärungen abliefern, aber dafür hatte ich meistens auch keine Zeit. Und in meinem privaten Freundeskreis gab es schon auch massiven Protest so gegen so ein starkes Engagement, die dann schon gesagt haben, dass du spinnst jetzt, also was soll das, das ist alles übertrieben und hör mal wieder auf, sozusagen. Ich wollte mit dir nochmal über was anderes reden. Das weiß ich noch nicht, ne? Glaube ich nicht, ne? Also das war einfach so, das ist jetzt außerhalb vom normalen Maß, dein Engagement und das ist dann... Also ich habe mich von denen dann schon auch ein bisschen alleingelassen gefühlt, beziehungsweise in den Rücken gefallen zum Teil auch, also weil ich ja auch Unterstützung erhofft habe, aber ich habe dann halt schon gemerkt, ich muss mir einfach meinen eigenen Weg finden und meine eigenen Leute mit dem zusammentreffen und die dann finden. War das für dich so, dass du die Leute, mit denen du Kontakt hast, nochmal neu geschaut hast, also wer dich da stützt oder wer da jetzt ratlos ist mit dir? Es ist schon eine andere Perspektive jetzt, ja. Ich möchte jetzt die Leute, die mich jetzt nicht gestützt haben, jetzt nicht an den Pranger stellen, darum geht es mir nicht, aber es ist schon interessant, wer jetzt das auch nachvollziehen kann, so, beziehungsweise sich da reinversetzen in meine Situation. So. Hat es doch mal so Phasen, wo dir selber die Puste ausgegangen ist, wo du dachtest, boah, jetzt ja, ganz oft. Also ich hatte ganz oft Phasen, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich muss weiter, aber ich kann nicht mehr. Das waren ganz viele Momente. Ich musste dann teilweise Sachen fertigstellen, Deadline, nächster Tag 10 Uhr und ich sitze dann morgens um 6 Uhr am Schreibtisch und mir fallen immer wieder die Augen zu und wieder aufgemacht und weiter getippt. Also Briefe, Presseerklärungen, Aufrufe, Darstellungen und sowas, ja, hast du gemacht. Genau, also ganz viele Briefe, offene Briefe auch an eben die relevanten Stellen, so, weil es ist ein europäisches Verfahren, deswegen den europäischen Bürgerbeauftragten erstmal, Ombudsmann, dann den verwiesen worden an den Präsidenten vom Europäischen Parlament, Martin Schulz, dann an Michel Barnier, der das ja federführend veranschlagt hat. Das habe ich dann geschrieben zusammen mit 3 anderen als Brief besorgter Bürgerinnen und Bürger aus Karlsruhe. So unter dem Label lief das. Hast du dir da auch noch spezielles Know-how aneignen müssen oder wusstest du, wohin du dich genau wie wendest? Also das ist ja nicht so einfach mal einen Brief zu schreiben. Es hat sich alles ergeben. Meine ganze Wasserkampagne, sage ich mal, lief eben so ab, dass ich nicht wusste, was ich jetzt mache, sondern ich bin eben los und habe geschaut, wo ist das Nächste, was ich verwenden kann, wo ist die nächste Stufe, wo es weitergeht und was ist das Nächste,
Ziel, was ich anvisieren kann, eins nach dem anderen. Also wenn ich von Anfang an diesen Berg gesehen hätte, der da vor mir steht, hätte ich gar nicht angefangen. Also das ist klar, mit 20.000 Unterschriften allein loszuziehen und eine Million sammeln wollen, das macht man dann halt auch gar nicht. Wenn man diesen Berg anschaut, scheitert man, behaupte ich einfach mal. Was hat dich dann immer wieder nach vorne gebracht? Wie gesagt, also ich bin wirklich ein sehr großer Fan vom Wasser und ich fühle mich auch sehr arg damit verbunden. Von daher hat sich für mich die Frage da nicht gestellt, ob es weitergeht oder nicht. Also es war dann klar, ich mache da weiter. Es gibt da schon Schritte, die ich unternommen habe, die jetzt nicht alltäglich sind. Also wie jetzt diese Anzeige in der Süddeutschen Zeitung. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das überhaupt erwähnen soll. Ich habe eine Anzeige geschaltet in der Süddeutschen Zeitung vom 26. und 27. Januar 2013, also Wochenendausgabe, beste Position in der Süddeutschen Zeitung, auch die größte deutsche Tageszeitung anscheinend mittlerweile. Mein Plädoyer für Right to Water und gegen die Konzessionsrichtlinie. Das finde ich heute noch das Größte, was ich in meinem Leben gemacht habe, so an Heldentaten, wenn man es mal so pathetisch formulieren will. Also war unglaublich teuer und da gab es halt auch wirklich tolle Feedbacks dann da drauf. Also es gab viele, die gesagt haben, was soll das jetzt, Vorfeld. Aber im Nachhinein gab es wirklich ganz, ganz tolles Feedback und das ist der Treibstoff, um weiterzumachen. Das positive Feedback. Also du bist dann richtig aus dir herausgetreten und hast ja. In einer Tageszeitung, in einer Anzeige dich mit deinem Namen, mit deinem Thema hingestellt. Mit Adresse, ja. War mir auch nicht so ganz wohl dabei, aber ich lebe immer noch. Was ist schon passiert? Gedanken Gut, es ist letztlich doch die Unterstellung, dass die Stadtwerke Karlsruhe Einnahmen aus der Trinkwasserversorgung missbraucht hätten, um diese Anzeige in meinem Namen zu finanzieren, um sich dahinter zu verstecken. Das fand ich dann doch bemerkenswert und hat mir eigentlich auch wieder gezeigt, dass es doch auch dich geärgert hat, was in dem Fall dann vielleicht auch gut ist. Also dabei hast du das ganze Geld dann selbst aufgebracht? Das habe ich selbst aufgebracht, ja. Das glaubt mir keiner, aber ja, es ist so. Wie viel hast du ausgegeben? 37.000 mit Mehrwertsteuer inklusive. Sagst du es nochmal? Nee. Da muss man schon mutig sein. Da muss man mutig sein und man muss auch wissen, also ich war, die Anzeige dann auch fertig zu kriegen, war ziemlich, ziemlich dramatisch. Also ich musste am nächsten Tag, es gibt ein EU-Projekt, wo ich mit involviert bin, nach Athen fliegen um 10 Uhr und ich habe die Anzeige um 5 Uhr morgens fertig bekommen und ich wollte natürlich auch nicht, dass die Anzeige einfach so verpufft, sondern ich wollte das möglichst breit streuen und habe das eben dann auch an Frau Merkel und Herrn Rösler und an Barnier und an Olli Rehn, auch ein EU-Kommissar und dann eben möglichst breit an alle Medien, Tageszeitungen, TV-Sender, Radio und eben auch an die ganzen Interessensgruppen, DGB, Verdi, Allianz öffentlichen Wasserwirtschaft, Viva Con Agua, alle, die irgendwas mit Wasser auch zu tun haben, dass die das alles auch mitkriegen, dass hier jemand kämpft eben für Wasser, weil er das Gefühl hat, da entgleitet was ganz Wichtiges. Und dann natürlich auch in meinem privaten Kreis dann eben auch umgeschickt. Also und diese E-Mail, die habe ich dann um 9.19 Uhr fertiggestellt gehabt. Der Zug ging um 10 Uhr Richtung Flughafen und ich habe dann um 9.19 Uhr eben die E-Mail abgeschickt, hatte schon ein unglaubliches Kopfweh, eben nicht geschlafen in der Nacht. Und habe mir gedacht, okay, also das ist jetzt endlich draußen, aber den Zug erwische ich jetzt nicht mehr. Ich hatte nicht mal gepackt bis dahin, fertig gepackt. Also es waren schon dramatische Szenen. Ging dann auch dramatisch weiter. Und da steht nun auf Seite 7 die Anzeige mit folgendem Text. Anzeige für www.righttowater.eu/de. Dies ist ein Plädoyer für den Erhalt der historisch gewachsenen, bewährten, geschätzten öffentlich-rechtlichen Struktur der deutschen Trinkwasserversorgung sowie gegen die geplante EU-Konzessionsrichtlinie. Wasser sei weiterhin ein öffentliches Gut, Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Kosten der Anzeige 37.000 Euro.
Athen war es dann auch nicht anders. Dann hieß dann auch immer, Süddeutsche Zeitung, bitte dringend Rückruf, irgendwas ist noch offen. Und dann ging erstmal der Computer nicht, dann ging der Computer im das Netzwerk im, im Hotel nicht. Und dann bin ich nachts um 11 Uhr erst dann doch wieder fertig gewesen, weil ich ja die ganze Nacht nicht geschlafen hatte vorher. Und am nächsten Tag habe ich dann Angina bekommen, also so eine richtige Bronchitis, glaube ich. Also dann hat es mich dann erwischt, sozusagen. Da warst du einfach ausgenockt. Ja, genau. Das waren dann 2 Tage während der Sitzung, war ich komplett weg. Ja. Man darf auf keinen Fall in eine Verharmung jeglicher Art dann fallen, wenn es vielleicht auch nicht so läuft, wie man... Also irgendwann geht einem dann vielleicht auch mal die Puste aus und dann ist die Gefahr da, dass man dann eher in so einen belehrenden, aggressiven Tonfall übergeht und das ist tunlichst zu vermeiden. Also wie hält ein Einzelner das durch? Du hast da für dich ich war fasziniert, dass ich das durchgehalten habe. Also ich habe am Anfang auch nicht so arg viel geschlafen. Ich habe halt dann geschlafen, wenn ich Zeit hatte und halt dann gegessen, wenn ich Zeit hatte. Und was da war, ansonsten habe ich irgendwas zu essen holen müssen, weil nichts da war, weil ich habe auch keine Zeit gehabt zum Wäschewaschen. Das war erstmal ein Fulltime-Job. Klar, noch ein bisschen die Aufgaben meiner Stadtwerken auch noch bewältigen, aber letztendlich habe ich mich da zu 100% dem verschrieben, über Monate hinweg. Was hast du über dich herausgefunden in der ganzen Geschichte mit dem Wasser? Ich habe herausgefunden, dass in mir Seiten stecken, die ich noch nicht kenne und die, wenn sie dann mal zum Tragen kommen, dann mich selber begeistern können. Welche sind es? Ja, eben so eine kämpferische Seite, die ich nicht kannte bisher. Leidenschaftliche, kämpferische Seite mit der Hauptportion Herz dabei, auf jeden Fall. Fühlst du dich auch als Mann jetzt etwas anders als zuvor? Ja, also ich kann aufrechter laufen. Und das ist schon lange mein Wunsch, mich mal aufrichten zu können, so auch als aufrechter Mensch durch die Welt zu laufen und da komme ich näher. Jetzt kriegen wir einen Drink, auch mit Wasser, aber mit noch was. Was ist drin? Das ist der Lemon Curd. Was ist das? Das ist der Bombay Crushed. Was ist das nochmal genau? Der Lemon Curd ist gemacht aus einem Curd. Das ist sowas wie eine Marmelade. Und da oben sind quasi diese Chilischoten-Splitter quasi. Genau, und dann kommt der Freitag, der 21. Juni, und der zuständige EU-Kommissar Michel Barnier erklärt, das Wasser aus der geplanten Richtlinie zur Privatisierung und Konzessionsregelung herauszunehmen. EU-Parlament, die EU-Kommission und der EU-Ministerrat stimmen dem Dienstag drauf, am 25. Juni, zu. In der Nacht zum Samstag verschickt Wolfgang um 3.50 Uhr eine E-Mail an die Mitglieder seiner Männergruppe, die zu ihm hält. Victory, wir haben gewonnen, bin am Feiern. Was Freitag früh noch keiner hoffte, ist plötzlich überall. Wasser ist ganz raus aus der Konzessionsrichtlinie, wegen Right to Water. Barnier gibt auf. Victory, power to the people. Wolfgang. Das Echo aus der Männergruppe. Hallo Wolfgang, super. Ich freue mich für dich und deine Mitstreiter. 3 Smileys. Grüßle Michael. Hey Wolfgang, das ist ein mega Erfolg. Freue mich mit dir und allen anderen. Bravo. Viele Grüße, Siegfried. Wolfgang, das ist wunderbar. Du bist ein Teil davon, ein Teil vom Wunder, ein Teil der Kraft, die die Veränderung schafft. Liebe Grüße, Rolf. Hallo Wolfgang, super. Ich freue mich über das Erreichte sehr. In gewisser Weise fällt mir ein Stein vom Herzen. Das Thema ist zu wichtig, die Zeit zu reif, den Profitgierigen dieser Welt als die große Menge von Menschen entgegenzutreten, welche unsere Welt wertschätzt und erhalten will. Danke an dich für deinen Einsatz, deine Initiative und deinen Mut. Viele Grüße, Bodo. Und an mich, den Reporter. Betreff Achtung. Lieber Rudolf, stell dir vor, es sieht urplötzlich so aus, als ob der gesamte Wassersektor von der EU-Konzessionsrichtlinie ausgenommen wird. Das wäre ein fulminanter Sieg, sozusagen in der Nachspielzeit. Denn schließlich sollten die Trilogverhandlungen dazu schon vor 11 Tagen abgeschlossen und die Konzessionsrichtlinie damit festgezurrt sein. Und ursprünglich sollte alles ja noch 2012 verabschiedet werden. Aber jetzt erstmal abwarten. Klar. Aber das klingt ja so gar nicht nach einem weiteren Täuschungsmanöver. Wenn das stimmt, ist hochfeierliches Feiern angesagt. Das wäre auf jeden Fall auch ein besonders riesiger Riesenerfolg unserer europäischen Bürgerinitiative. Mit inzwischen 1,7 Millionen Unterschriften hat Right to Water es sowieso schon geschafft, eine Öffentlichkeit quer durch Europa herzustellen.
für ein Menschenrecht auf Wasser und gegen alle sogenannten Liberalisierungs- und Privatisierungsvorstöße. Und das fast völlig ignoriert von den Medien. Eine Initiative von ganz unten bis hoch nach Berlin und Brüssel. Uiuiui, power to the people. Unser Wasser bleibe in unserer Hand. Wolfgang. Jetzt trinken wir das heißt, ich meine sich schon. Ja. Sie hörten Wolfgang in der Wasserschlacht, wie ein Bürger und Stadtwerker gegen eine umstrittene EU-Richtlinie kämpft. Rudolf Linsen sprach mit ihm über seinen Kampf gegen die Privatisierung der Wasserversorgung.